Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einer neuen Review für euch. Und ich habe euch ja gestern erst das Mediabook vorgestellt von Sarah Koenig, das am 28.05.2021 in den deutschen Handel kommt. Und hier nochmal ein großes Dankeschön an die Firma K-Black Pictures für dieses wunderschöne Presseexemplar, was ich euch präsentieren durfte. Und jetzt gibt es noch meine persönliche Meinung zu diesem Film. Und ich muss ganz offen ehrlich zugeben, ich habe mich wirklich auf diesen Film sehr gefreut und meine Erwartungen waren auch recht hoch. Also kann es auch immer leicht passieren, dass man recht schnell enttäuscht wird, wenn man nicht genau das bekommt, was man eigentlich so erwartet. Und ja, das Booklet haben wir auch durchgelesen. Da muss ich sagen, gibt es einen Kritikpunkt einfach aus dem Grund, hier ist nur ein Interview drin von Nandorona gemacht für das Deadline Magazin mit dem Regisseur Neil Marshall. Was ich ein bisschen schade finde, denn in dem Interview gibt es wirklich extrem wenig Informationen über die Entstehung des Films. Drehtage erfährt man ja, aber ansonsten ist ja wirklich extrem wenig Information über den Film nochmal an sich nochmal mit drin. Natürlich auch über den Stimmungs ein bisschen enthalten, aber ich mag es einfach wesentlich lieber, wenn es wie ein Text über den Film an sich ist, als nur ein Interview gehabt zu haben. Aber kann man ja nichts machen. Trotz alledem auf jeden Fall sehr informativ, auf jeden Fall auch wieder. Und warum man auch diesen Film machen wollte, steht mit drin. Aber am besten mal selber durchlesen, wenn ihr dieses schöne Mediabook in euren Händen hält. So, und jetzt kommen wir mal zu meine Meinung, ein bisschen Information über den Film gibt es natürlich auch noch, habe auch da noch ein bisschen recherchiert. Und der Film ist aus dem Jahre 2020, Regie führt hier der Neil Marshall und er hat auch The Descent gemacht, Abgrund des Grauens. Diesen Film fand ich wirklich überragend geil, hier bekommen wir wirklich extreme Platzangst. Sehr geiler Film, auch Doomsday hat er gemacht. Der Tag der Rache, auch ein richtig schöner Endzeitfilm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann hat er auch noch Hellboy Call of Darkness gemacht. Sein letzter Film, der extrem an den Kinokassen gefloppt ist. Auch hier wird in dem Interview auch ein bisschen über diesen Film geredet. Und hat auch bei diversen Serien auch Regie geführt, unter anderem auch bei Hannibal und auch bei Game of Thrones und noch bei vielen weiteren. In Hauptrollen haben wir die Charlotte Kirk, ist die Grace, ist auch die Verlobte von Neil Marshall und ja, auf jeden Fall Topfrau, sehr, sehr hübsch, muss man wirklich sagen, spielt hier die Grace und sie mitgespielt bei Vice mit Bruce Willis, Marauders hat sie mitgespielt mit Bruce Willis und auch bei Ocean's 8. In der Rolle von Moorcroft, der Hexenjäger, ist hier Sean Patrick dabei. Und er hat ebenfalls mitgespielt bei Doomsday und auch bei Event Horizon und auch bei 4 Staffeln von Gotham. Und Stephen Waddington ist der Pendleton und er hat eigentlich gleich von seiner Anfangszeit eigentlich gleich mal ein paar gute Filme mitgemacht. Unter anderem auch Der letzte Mohikaner, denke mal, war es nur eine Nebenrolle. Und auch 1492, Die Eroberung des Paradieses, auch hier, aber nicht mehr nur eine kurze Nebenrolle gewesen. Und ja, um was geht es eigentlich bei The Reckoning? Der ganze Film spielt im England des Jahres 1665. Die Pest ist ausgebrochen und Grace verliert ihren Mann durch die Pest. Und ein schmieriger Gutsherr namens Paddington versucht, der Witwe ihm aufzuzwingen, sich aufzuzwingen. Aber sie wehrt sich mit roher Gewalt und es ist einfach mal eine andere Zeit gewesen, ja. Frauen haben es einfach damals nicht gut gehabt und der böse Gutsherr sagt einfach, diese Frau ist eine Hexe, warum hat sich wohl ihr Mann umgebracht? Und dann kommen eben dann die Pestdoktoren oder werden mit Masken angeschlichen und entführen sie und sie an den Pranger gestellt. Und der Inquisitor Moorcroft kam dann noch, um dann sie dazu zu zwingen, dass sie halt eben eine Hexe ist. Und wie macht man das? Natürlich mit einem Prozess aus unendlicher Folter versuchen sie eben, sie zu überzeugen, dass sie eine Hexe ist. Und ob sie es auch schaffen, ja, das erfahrt man auf jeden Fall in diesem Film. Klingt schon mal sehr interessant, der ganze Film hat auch wirklich ein sehr schönes Setting auch und ein bisschen Wissenswertes gibt es über diesen Film auch noch. Die Dreharbeiten wurden nicht, wie eigentlich im Film beschrieben, in England gedreht. Nein, dieser komplette Film wurde in Budapest in Ungarn gedreht.
21 Tage Drehzeit gab es bei diesem Film. Sowohl die In- und auch die Außenaufnahmen wurden in den Ford Studios in Ungarn gedreht und auch die Sets wurden gebaut und entworfen von Ian Bailey. Der Film hatte Weltpremiere bei dem Fantasy Film Festival am 20. August. So, Einspielergebnis war damals war 143.000 US-Dollar. In den Kinos kam man eigentlich nur in Amerika mal kurz raus. In England kam man direkt auf Stream raus. Eigentlich ist es ein Film für die Großleinwand, denn wir haben auf jeden Fall extrem schöne Aufnahmen auch. So, okay, jetzt kommen wir mal zu meiner persönlichen Meinung. Wir haben wieder eine extrem frische Story. Man kennt die Story schon ein bisschen aus dem Film Der Hexenjäger mit Vincent Price aus den 70er Jahren oder 60er Jahren sogar. Hat mir persönlich damals nicht so ganz gefallen. Einfach, er ist halt wirklich, wirklich altbacken. Das muss man wirklich zugeben. Und ich fand diesen Film auch wirklich ein bisschen langweilig. Gebe ich zu, ja. Dieser Film hatte ich mal gehabt, aber habe ich wieder verkauft. Trotz alledem, es gibt wirklich extrem wenig Filme über diese Epoche, diese schwarze Epoche des Mittelalters, über die Pest. Und deswegen hat dieser Film hier schon mal einen anderen Standpunkt, einfach aus dem Grund, wir haben hier eine frische Story, wir haben hier nicht was aufgekocht, was Altes wieder, was neu aufgelegt worden ist, wir haben hier was komplett Neues. Und hier sehen wir auch natürlich auch dann die Verhalten der Männer zu den Frauen, auch hier waren die Frauen wirklich eigentlich nur Müll, kann man fast behaupten. Also alles, was die Frau gesagt hat, war eigentlich alles komplett verkehrt und jede Aussage hätte sie gerne in Brache stellen können und sie wäre eine Hexe gewesen. Auch das wird ja auch sehr gut rübergebracht in diesem ganzen Film. Die Schauspielleistung von diesen ganzen Charakteren auch wirklich sehr gut gemacht. Sie sind glaubwürdig und vor allem auch überzeugend spielen sie auch diese Rollen. Auch vor allem hier der gute Morcroft und auch Pendleton, dieser schmierige Gutsherr, sehr überzeugend. Auch wir haben hier wunderschöne Naturaufnahmen und Landschaftsaufnahmen von der Gegend. Also wenn man jetzt weiß, es ist nicht England, ja, dann ist es Budapest, aber trotzdem wirklich sehr schön in Szene gesetzt. Hier gibt es auch ein paar Informationen, auch im Booklet auch, dass einfach dieser Film etwas eigentlich düster sein soll, aber da sie im Sommer gedreht haben in Budapest, war natürlich auch viel Sonnenschein zu sehen, aber auch das macht diesen Film extrem schön aus. Er hat auch helle Momente, auch, also schöne Momente auch. Auch hier muss man wirklich die Kameraperspektive auch wirklich sehr, sehr loben, auch wie sie in Szene gesetzt worden sind, die Kameraperspektive auch verschiedene Sets beleuchtet sind, also auch hier zum Beispiel diese Waldstück, wo sich die mit der Laterne durch den Wald läuft, auch das wirklich schaut sehr, sehr schön aus, auch wo ein brennendes Haus in Szene gesetzt wird, auch das schaut wirklich fantastisch aus, also ich habe noch nie so ein schönes brennendes Haus gesehen, ja, in einem Film. Also hier muss man wirklich sagen, auch die Kulissen sind sehr gut gewählt, man kauft wirklich diese schwarze, diese dunkle Zeit des Mittelalters auch jetzt hier in diesem Film auch ab. Einige Sets und beziehungsweise einige Einstellungen wirken ein bisschen zu sauber für diese Zeit, vor allem am Anfang, wo eben Grace in die Stadt reinläuft. Da sieht man eigentlich recht wenig Schmutz auf den Straßen, auch ist auch eigentlich recht wenig los. Ist aber so der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich habe mit den Kulissen von damals. Aber ansonsten schaut es wirklich auch sehr schön aus. Auch die Kostüme, die hier gemacht worden sind, schauen sehr realistisch aus. Vor allem jetzt hier auch mein Favorit natürlich hier dieser Pestdoktor, wo ich schon im Review, im Unboxing schon mal gesagt habe. Und die Pestdoktoren, die gab es eigentlich nur in großen Städten. Auch da haben wir informiert über diese Pestmaske mit diesen langen Schnäbel, warum diese langen Schnabel auch dran sind. Diese langen Schnabel war eigentlich nur dazu da, um diese Doktoren eigentlich von dem Gestank, von der Verwesung eigentlich abzuhalten. Und da waren eben Riechäpfel mit verschiedenen Lavendeldüften mit drin, die ihn reinstecken konnte, damit eben dieser Verwesungsduft nicht so in die Nase gekratzt hat. Aber es war nur eine Randerscheinung, diese Pestmasken, denn, und es gab auch nur in Italien und auch in Frankreich nur für eine kurze Zeit. Aber sie wurden so populär, auch in anderen Ländern, einfach nur zum Aufsetzen. Und auch das passt auch sehr gut zu diesem Film. Dieser Film hat eigentlich jetzt nichts mit diesem Pestdoktor zu tun, denn diese Masken, wo man diesen Film sieht, tragen eigentlich ganz normale Bürger in der Stadt, was er auch dann sieht auch. Also von da ist jetzt nicht der Pestdoktor gemeint, wie es eigentlich in der wirklichen Realität auch war. Der Film ist auch wirklich sehr realistisch gemacht worden. Es ist halt eben kein Fantasiefilm. Aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich auf jeden Fall an die gute Grace, obwohl sie wirklich extrem sexy ausschaut. Es sind auch einige Nacktszenen mit dabei, die wirklich extrem heiß ist. Ja, also Knackarsch, wunderbar. Aber der Film spielt 1665 und ja, ich habe dann gleich am Anfang des Filmes bemerkt, wo eben sie hier durch den Regen läuft, irgendwie
Die Lippen schauen so extrem geschminkt aus, mit Lippenstift. Auch die Augenbrauen waren gezupft. Also das ist so der einzige Kritik, wo ich auch an diese Person habe. Ansonsten hat sie wirklich sehr gut gespielt. Aber hier wirklich für einen Mittelalterfilm haben wir hier wirklich gezupfte Haare. Auch sie ist wirklich komplett blank rasiert. Also denke ich jetzt mal, fast blank rasiert, habe ich jetzt mal. Und vor allem also wirklich geschminkt. Sieht mir extrem auch an. Die Männer, denen glauben wir auf jeden Fall ab, die sind einfach so schmierig und ekelhaft, wie sie da ausschauen. Das passt auch wirklich perfekt zu dieser Zeit. Aber hier, Grace ist ein bisschen, ja, eigentlich geschminkt. Aber auch dieser Film, es ist ja ein Horrorfilm, Abenteuerfilm, kann man würde hier beschrieben als Abenteuerfilm. Es ist ein seichter Horrorfilm mit paar wirklich spontanen Schockmomenten dabei. Also ich bin wirklich, einmal bin ich extrem zusammengezogen. Ich, fuck, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so erwartet. Also man hat es, man denkt es eigentlich, es ist ein ganz angenehmer Film eigentlich. Man hat natürlich ein paar Effekte mit dabei, aber jetzt nichts so Dramatisches. Also hier keine Jumpscares haben wir jetzt hier nicht in diesem Film. Aber wirklich diese Schockmomente sind wirklich sehr gut gesetzt, die auch wirklich extrem funktionieren. Also bei mir haben sie funktioniert. Auch ein paar, ja, gewisse Szenen, also, ja, blutig gesehen gibt es ja auch, jetzt nicht übertrieben, das braucht ja keine Angst, aber auch wir haben ja auch hier keinen Tortur-Porn-Film, obwohl es ja auch eben Folter-Szenen gibt, die werden eigentlich nur angedeutet, das wird auch so, da wollte auch der Regisseur auch so haben, dass er wollte nie einen Tortur-Porn-Film machen, was auch bei diesem Film auch überhaupt nicht gepasst hätte, also es ist wirklich eigentlich sehr gut umgesetzter Film. Auch der Soundtrack passt sehr gut. Das Einzige, was ich wirklich bei diesem Film habe, er hat wirklich schon ein paar Längen. Also da zieht sich wirklich wie Kaugummi, bis dann mal was vorwärts passiert. Es hätte ein bisschen kompakter sein können. So 90 Minuten wäre für diesen Film perfekt gewesen oder 95 Minuten. Aber der Film geht eben 111 Minuten. Das ist schon natürlich schon eine lange Laufzeit für diesen Film. Also ein bisschen kürzer hätte es getan. Aber trotz all dem, der Film macht auf jeden Fall Spaß. Also mir hat er Spaß gemacht. Wurde eigentlich nicht extrem enttäuscht. Ich habe eigentlich das genau bekommen, was ich haben wollte. Und von daher gebe ich diesem Film 8 von 10 Punkte. Und für jeden, der sowas mal interessiert, diese Filme zu anzugucken. Also wer der Hexenjäger mag, wird diese Filme auch mal mögen. Vielleicht ist auch ein ruhig erzählter Film. Und von daher denke ich mal, müsst auch für euch auf jeden Fall immer dabei sein. Für Tortur-Porn Filme Liebhaber ist dieser Film absolut nichts. Also das ist absolut ein ruhiger Film mit wenig Gore-Effekten, kann man sagen. Hat zwar aber wirklich nur minimalistisch eingesetzt, was auch perfekt zu diesem Film auch passt. Ja, das ist meine persönliche Meinung zu Soul Coning. Und jetzt, wie gesagt, könnt ihr diesen Film auch eben bei Cape Light Shop bestellen oder bei Amazon oder bei Müller reingehen und euch dieses Mediabook bestellen oder eben die MMW oder die DVD, wie ihr es gerne haben möchtet, was eure Sammelleidenschaft ist. Und ich hoffe mal, ihr habt auch viel Spaß mit diesem Film. Ihr könnt mir auch gerne ein paar Meinungen geben von dem Film, wie ihr diesen Film fandet. Und dann sage ich mal, bis denn, tschüss mit Ü, bleibt alle gesund und beep.